Hallo, in dem Video möchte ich euch heute zeigen, wie man beim VW Polo den Innenraumfilter bzw. Pollenfilter ersetzen kann. Ich habe euch den schon mal ausgebaut, dass ihr das sehen könnt, wie er überhaupt aussieht. Das Ganze hier ist hier der Pollenfilter und in dem nachfolgenden Video zeige ich euch jetzt, wie man den Pollenfilter wechseln kann. Um den Pollenfilter nun auszubauen, müssen wir auf der Beifahrerseite in den Fußraum krabbeln. Ich habe mir hier unten schon mal eine Lampe reingelegt und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier befindet sich der Kasten, in dem der Pollenfilter eingebaut ist. Hier ist das gute Stück. Gesichert ist er mit zwei Klammern und diese Klammern ziehen wir jetzt nach innen rein. Und dann können wir die Klappe nach unten abziehen vom Pollenfilter. So, und dann könnt ihr den Pollenfilter hier auch schon sehen und auch den Pollenfilter könnt ihr dann nach unten ganz einfach wegziehen. Hier befindet sich dann der Pollenfilter. Ja, hier seht ihr den Pollenfilter nochmal. Ich habe ihn jetzt ausgebaut. Er sollte nach Herstellervorgabe ersetzt werden. Das heißt also, der Pollenfilter hat einen festen Wechselintervall. Den solltet ihr zwingend einhalten. Und wenn der Wechselintervall erreicht ist, wechselt den Pollenfilter durch einen originalen Pollenfilter wieder aus. Nun zeige ich euch, wie man den Pollenfilter wieder einbaut. Wir befinden uns dazu wieder im Beifahrerfußraum und schieben nun den Pollenfilter wieder hier in den Kasten rein. Schiebt ihn bis oben hin rein, so dass ihr auch den Deckel nachher wieder richtig zubekommt. Den Deckel montiert ihr wieder in der umgekehrten Reihenfolge, wie ihr ihn ausgebaut habt. Wir setzen den Deckel dann an und drücken den Deckel dann einfach wieder auf den Kasten drauf. Achtet darauf, dass ihr ihn richtig reindrückt, weil nur dann bekommt ihr auch die Klammern wieder rübergezogen. So, vergewissert euch dann nochmal, dass der Pollenfilterkasten auch richtig geschlossen ist. Und wenn ihr das gemacht habt, ist der neue Pollenfilter wieder eingebaut. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.